Einen guten Abend am Dienstag. Schock in den Mittagsstunden. Bei Graz-Gern im Oberallgäu ist eine Lawine abgegangen. Mehr zu den Einzelheiten gleich hier aktuell in der Sendung. Und wir haben auch noch diese Themen für Sie vorbereitet. Landesfinale im Skilanglauf. Jugend trainiert in Oberstdorf für Olympia. Nach der Wasserknappheit in Wiggensbach. Wie steht es ums Grundwasser im Oberallgäu? Und Kempten und seine Stadtbibliothek. Standortsuche biegt auf die Zielgerade ein. Ganz aktuell eine Meldung aus Graz-Gehren. Dort ist heute Mittag am Riedberger Horn eine Lawine abgegangen. Nach ersten Meldungen sind dort auch Menschen verschüttet worden. Ein Allgäu-TV-Team hat sich deshalb in der Gegend ums Riedberger Horn umgeschaut und mit der Bergwacht vor Ort gesprochen. Von der Hütte der Bergwacht aus kann man die Unglücksstelle am Riedberger Horn fast sehen. Gegen Mittag ging dort die Meldung von einem Skiliftposten ein, dass in der Nähe eine Lawine abgegangen sei und dabei drei Menschen verschüttet worden wären. Es war so, dass die Gruppe, das waren vier Leute in der Gruppe, die wollten Richtung Riedberger Horn gehen, sind von der Piste weggegangen, so 100 Meter, 150 Meter an der Hang hin. Und dann hat sich über ihnen im Gratbereich ein Schneebrett gelöst. 100 Meter breit vielleicht, ja, und ein paar Länge runter auf 100 Meter. Hat dann drei Personen zudeckt, halt. Die sind dann bis zur Schulter eideck gewesen. Der Kopf war alles frei. Und die vierte Person, die muss umgefallen sein da dabei. Und die hat es dann ganz zudeckt. Was sich dann aber glücklicherweise schnell herausgestellt hat, niemand wurde bei dem Unglück verletzt. Die drei bis zur Schulter Verschütteten konnten ihrem vierten Kameraden helfen, der nur einen Schreck erlitten hat. Eine bereits in die Wege geleitete, groß angelegte Suche konnte deshalb gestoppt werden, bevor sie richtig losgehen musste. Dennoch ist der Zwischenfall eine Warnung vor allzu viel Leichtsinn in den Bergen. Ob ich jetzt den Hang so gegangen wäre oder sowieso nicht und schon gar nicht heute, wir haben Lawinengefahrenstufe 3. Wir haben die letzten Tage einen Neuschnee gekriegt. Der Neuschnee ist jetzt nicht so das Problem gewesen, aber der Wind halt. Und das sehen wir da oben. Der Abriss hat bestimmt 80 bis, ja, bis sogar einen Meter hoch. Ja. Also was zeigt sehr starke Verflachtungen. Und der Untergrund halt auf dem alten Schnee, sagen wir, die Harzschicht, die keine Verbindung hat. Darum lieber zweimal prüfen, ob man sich wirklich abseits der überprüften Strecken auf den Weg machen will und die Lawinenwarnungen für die betroffene Gegend wirklich ernst nehmen. Ganz schön viel los war heute im Langlaufstadion in Oberstdorf. Grund für die Massen an Schülerinnen und Schülern ist das Landesfinale von Jugend trainiert vor Olympia. Bereits seit September laufen die Vorbereitungen für diese Veranstaltungen. Das Ziel ist heute die Qualifizierung für das Bundesfinale Mitte Februar in Nesselwang. Und dafür geben die Kids einfach alles. Ganz schön viel los war heute am Langlaufstadion in Oberstdorf. Grund für die Massen an Schülern und Schülerinnen war das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia. Bereits seit September laufen die Vorbereitungen für diese Veranstaltung. Das Ziel heute ist die Qualifizierung für das Bundesfinale Mitte Februar in Nesselwang. Und dafür geben die Kids einfach alles. Als ein Teilnehmer von insgesamt Jugend trainiert für Olympia haben wir 90.000 in ganz Bayern. Jetzt fürs Landesfinale, da müssen sich natürlich nur die Besten können sich qualifizieren. Und somit aus den 8 Regierungsbezirken. Heute sind 240 Schülerinnen und Schüler circa am Start. Und natürlich auch viele Betreuer, Wachsler und Helfer außenrum. Die Langlaufstrecke hier in Oberstdorf hat es ganz schön in sich. Neben Slalom, bergauf und anderen Hindernissen müssen sie dann auch noch kurz vorm Ziel rückwärts fahren. Ganz schön schwierig, doch aufgeben will keiner. So trainieren die Schüler und Schülerinnen nicht nur ihre Muskeln, sondern auch ihr Durchhaltevermögen. Also in erster Linie ist es mal ein Erlebnis, hier starten zu dürfen auf diesen Läufen, wo schon Weltmeister geehrt wurden. Aber es steht dann natürlich diese Teamarbeit im Vordergrund. Es ist ja ein Teamwettkampf.
dieses soziale Verhalten wird hier geschult, sowohl im Hotel als auch hier auf den Läupen. Also. Und für die Kinder ist es einfach ein Traum, hier in dem tief verschneiten Oberstdorf mitlaufen zu dürfen. Es ist ein Wintermärchen hier, wie man sich das vorstellt, jetzt noch mit Sonne. Also schöner geht's nicht. Und das ist einfach ein Riesenerlebnis für die Kinder. Eine ganze Menge also, was die Kids bei diesem Wettkampf lernen können. Es gehört zum Kanon der Schulsportwettbewerbe mit dazu, von Jugend trainiert für Olympia. Hier in Oberstdorf sind die perfekten Bedingungen. Wir sind froh, dass wir wieder hier sein dürfen nach 2015 und drücken natürlich allen Schülerinnen und Schülern die Daumen. Um den Schülern eine möglichst gute Basis für den Wettkampf zu geben, haben einige Schulen bei den Vorbereitungen geholfen. Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, was die Schule bieten kann. Also es gibt diese SAGs, diese Sportarbeitsgemeinschaften, die in Kooperation mit Vereinen abläuft. Da kann es sein, dass die Schule das anbietet. Es kann aber sein, dass im Unterricht, im Sportunterricht einfach ein bisschen sich die Schüler darauf vorbereiten können. Also kommt immer auf die Schule darauf an, was die Schule gerade bieten kann. Auch wenn es nicht alle ins Bundesfinale schaffen, kann trotzdem jeder stolz auf sich sein. Denn alle 240 Teilnehmer haben heute eine Riesenleistung im tief verschneiten Oberstdorf vollbracht. Ja, und morgen geht's dann weiter in Oberstdorf, und zwar mit dem Staffellauf und der Siegerehrung. Wenn Ihnen jemand sagt, Bad Wörishofen sei ein verschlafenes Nest, in dem nichts passiert, wird Ihnen die örtliche Polizei wahrscheinlich was anderes erzählen. Die hatte gestern nämlich alle Hände voll zu tun, zum einen bei einem Streit um einen Parkplatz. Weil der eine auf dem Parkplatz des anderen stand, bekamen sich zwei Männer in die Haare. Zuerst lieferten sich die beiden einen Faustkampf. Als sich einer der Männer nicht mehr verteidigen konnte, griff der zu einer Eisenstange und schlug dem anderen auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Täter wird gegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zum anderen hat ein Rentner eine 74-jährige Frau geschlagen, die deswegen ins Krankenhaus musste. Sie hatte ihn laut Polizeibericht wohl provoziert. Auch den Mann erwartet eine Anzeige. Bad Wörishofen, mit Sicherheit kein verschlafenes Nest. Größtenteils gewaltfreie Nachrichten gleich in Allgäu TV Kompakt. Bleiben Sie dran. Ab dem Flughafen Memmingen fliegen Sie zu über 40 Zielen in Europa, Afrika und Asien. Und jetzt neu nach Edinburgh, Tel Aviv, Banja Luka, Marrakesch, Brindisi, Pristina, Chisinau. Jetzt buchen. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Ganz oben, Obertauern. Wir von RSA stehen hinter euch. Es ist Zeit für neue Trikots. Es ist Zeit für den nächsten großen Ausflug. Es ist Zeit für das nächste Vereinsheim-Upgrade. Sagt uns, wofür euer Verein dringend Geld braucht, und holt euch die RSA-Vereinskasse. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Glücksspirale Sonderauslosung am 2. Februar. 200 mal 5.000 Euro Urlaubsgeld.
Affenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempen. Und jetzt die Kurznachrichten am Dienstag. Heute Morgen ist es auf der Bundesstraße 12 bei Untertingau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-Jährige scherte beim Überholen eines Lkw zu früh ein und streifte den Lastwagen. Dadurch wurde sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie mit einem anderen Auto zusammenstieß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B12 wurde in Richtung München für fast 2 Stunden halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro. Schwerer Unfall auf der A7. Auf der A7 hat sich heute Mittag ein schwerer Unfall ereignet. Bei der Massenkarambolage, kurz vor der Anschlussstelle Betzigau, entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Aufgrund der schneebedeckten Straße staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 40-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf ein Auto auf. Dadurch riss es ein hinteres Rad des unfallverursachenden Autos ab und rollte wiederum in ein anderes Auto. Insgesamt waren 7 Autos beteiligt. Der 40-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Die 8 weiteren Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die A7 für rund 3 Stunden komplett gesperrt werden. Gestern Abend ist eine 20-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Wegen starkem Seitenwind wurde ihr Auto zwischen Dornach und Bach bei Hopferau im Landkreis Ostallgäu auf die linke Fahrbahnseite gedrängt. Die Fahrerin versuchte zwar noch gegenzulenken, rutschte aber trotzdem von der Straße auf eine Wiese. Die 20-Jährige blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Beschwerde im Fall Zeller. Nachdem die Dienstenthebung der Bolsterlanger Bürgermeisterin wieder aufgehoben wurde, will die Landesanwaltschaft Bayern diesen Gerichtsbeschluss nicht akzeptieren. Oberlandesanwalt Dr. Jörg Spennemann zufolge halten sie den Beschluss des Verwaltungsgerichtes München für unrichtig. Man habe deswegen Beschwerde eingelegt. Nun soll der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheiden. Der Bürgermeisterin Monika Zeller wird vorgeworfen, der sogenannten Reichsbürgerbewegung nahezustehen. Das wertete die Landesanwaltschaft als Verstoß gegen die Dienstpflicht, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen und für diese einzutreten. Die vorläufige Dienstenthebung wurde jetzt aber aufgehoben, weil die Bürgermeisterin im Verfahren den Verdacht, Anhängerin der Reichsbürger zu sein, teilweise entkräftete. Memmingen entlastet München. Der Flughafen Memmingen stärkt die Regionalwirtschaft in Bayern. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, die sich mit den wirtschaftlichen Effekten des Flughafens auseinandersetzt. Vor allem das Allgäu selber würde demnach von der Umwandlung des früheren Militärflughafens profitieren. Der Allgäu Airport habe das Potenzial, den Münchner Flughafen und damit auch den Verkehr rund um München zu entlasten. Auch der Geschäftsführer des Flughafens Memmingen, Ralf Schmid, zeigt sich erfreut über die Studie. Die Kreisstadt Mindelheim rechnet dieses Jahr mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen. Medienberichten zufolge fehlen 12 Millionen Euro in der Stadtkasse. Bürgermeister Stefan Winter führt dies zum einen auf die konjunkturelle Eintrübung auf den Weltmärkten zurück. Als zweiten Aspekt vermerkt er die Investitionen der Firmen in die Zukunftstechnologien. Der geplante Bau eines Parkhauses in Mindelheim über 5 Millionen Euro wurde somit vorerst auf Eis gelegt. Winter betont jedoch, die Bürger müssten sich keine Sorgen machen. Die Stadt habe in den guten Jahren einiges an Rücklagen gebildet. Nestle-Mitarbeiter atmen auf. Letzten Sommer war bekannt gegeben worden, dass Nestle eine Abteilung in Bissenhofen schließt. Nach mehrmonatigen Verhandlungen schaut die aktuelle Lage nicht mehr ganz so düster aus. Dem Unternehmen zufolge wird jetzt versucht, die festgelegten Einsparungen ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewältigen. Es könnten einige Mitarbeiter in Altersteilzeit gehen, damit treffe es weniger junge Beschäftigte, heißt es im Betriebsrat. Der Personalvorstand spricht von einem außergewöhnlich gut ausgestatteten Sozialplan. Der Konzern nennt die Teilschließung eine Werksneuausrichtung. Aktuell laufen weiter Gespräche zwischen Werksleitung und Betriebsrat. Am 11. Februar wird dann weiter verhandelt. Ja, das waren die Meldungen für heute. Jetzt gibt's noch den Wetterbericht für die nächsten Tage.
Heute Nacht fallen die Temperaturen nochmal in den Minusbereich. Die Tiefstwerte liegen bei minus 7 Grad. Am wärmsten wird es mit minus 4 Grad im Oberallgäu. Es bleibt trocken. Den Mittwoch starten wir weniger freundlich. Es erwarten uns einige Wolken und ein grauer Vormittag. Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag fängt es dann im ganzen Allgäu an zu schneien. Nur das Westallgäu bleibt verschont. Die Sonne scheint immer mal wieder, nur im Unterallgäu und im Raum Bodensee bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken um 1 bis 2 Grad. In den Bergen dagegen schneit es nochmal. Die Wintersportler können sich also freuen. Auch die Sonne zeigt sich vereinzelt. Am Nebelhorn und in Bolsterlang wird es mit minus 7 Grad am kältesten. Am Donnerstag wird es mit minus 9 Grad kalt. Größtenteils scheint aber die Sonne und es wird freundlich. Am Freitag schlägt das Wetter wieder um und es fängt an zu schneien. Samstag kann der Schnee dann in Regen übergehen. Die Temperaturen liegen dann im Plusbereich. Eine Situation, die man sich im Allgäu eigentlich gar nicht vorstellen kann. Doch im vergangenen Herbst gab es eine regelrechte Wasserknappheit. Besonders schwer getroffen hat es unter anderem die Oberallgäuer Gemeinde Wiggensbach. Hier war man Anfang November noch abhängig von einer täglichen Trinkwasserlieferung per Tanklaster aus Kempten. Hinzu kamen dann auch noch Keime im Wasser. Das hieß für die Bürger, das wenige Trinkwasser, das ihnen zur Verfügung steht, musste auch noch abgekocht werden. Das ist nun knapp 3 Monate her. Wir haben nachgefragt, wie es aktuell um den Grundwasserspiegel steht. Wasserknappheit im Allgäu. Eine Ausnahmesituation, besonders für die Oberallgäuer Gemeinde Wiggensbach. Das Jahr 2018 war für uns, was die Trinkwasserversorgung betrifft, eine Besonderheit. Da wir zum ersten Mal einfach mengenmäßig große Probleme hatten, die bedingt durch den trockenen Sommer und die fehlenden Niederschläge leider ergeben haben, dass über das Jahr hinweg von Januar, Februar 2018, wo wir noch ganz normale, hervorragende Quellschüttung hatten, dann bis in den Sommer hinein beide Quellen mittlerweile so wenig Wasser geschüttet haben, dass wir dann einfach ein Problem haben bezüglich der Wassermenge. Das ist nun knapp 3 Monate her. Mittlerweile hat sich die Situation wieder beruhigt, erzählt uns Bürgermeister Thomas Eixler. Also aktuell, jetzt im Januar 2019, sieht es wieder sehr gut aus. Durch die doch etwas längeren Regenfälle in 3 oder 4 Tagen Ende November hat sich das zum Jahreswechsel schon wieder so gut regeneriert, dass die Quelle zwischenzeitlich wieder 30 Liter pro Sekunde auch schüttet. Das ist ungefähr das 6-fache von dem, was wir in Wiggensbach täglich verbrauchen. Momentan hat man in Wiggensbach also sogar Überwasser. Neben dem Regen kommt natürlich auch der viele Schnee dem Grundwasserspiegel zugute. Auch am Rottachspeicher ist die Situation wieder entspannt. Momentan liegt er 2 Meter unter dem Normalzustand, was aber für die Jahreszeit völlig korrekt ist, erklärt uns der Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kempten. Doch nicht überall im Allgäu sieht es wieder so gut aus. Ja, also wir sehen jetzt so im Oberallgäu, die Grundwasserstände steigen jetzt langsam an. Also wir haben eine Messstelle jetzt in Oberstdorf oder auch in Sonthofen, da sieht man jetzt schon einen Anstieg. Aber wenn man weiter ins Unterallgäu geht, dann da sind sie immer noch unten, die Grundwasserstände. Also da braucht es wirklich noch, bis sich's wiederholt. Durch die Wassernot im Herbst 2018 haben viele Gemeinden gemerkt, dass es schnell Probleme geben kann, wenn man sich nur auf eine Quelle oder einen Brunnen stützt. Um in Zukunft eine derartige Wasserknappheit zu vermeiden, kann man Verbundleitungen zu einer Nachbargemeinde legen lassen. Durch den Anschluss an das Fernwassernetz könnte man sich also im Falle einer Wasserknappheit gegenseitig unterstützen. Die Verbundleitungen, klar, die sind nicht günstig, das kostet Geld, aber in Zukunft muss man einfach damit rechnen, mit im Rahmen der Klimaänderung, dass sowas öfters kommen kann. In Wiggensbach ist man bereits dabei, dieses Konzept umzusetzen. Natürlich wollen wir so einen Sommer wie 2018, wie wir erlebt haben, nicht mehr erleben. Nicht, weil er kein schöner Sommer war, der war ja wunderbar. Aber gerade was die Trinkwasserversorgung betrifft, wollen wir natürlich dahingehend Vorsorge treffen, indem wir dann zukünftig auch möglichst immer genügend auch Wasser da haben. Und deshalb haben wir ja diese Versorgungsleitung zwischen dem Wiggensbacher Ortsteil Ermengast und dem Buchenberger Ortsteil Aheck jetzt dauerhaft in Betrieb genommen, sodass wir also hier auf jeden Fall für Notfälle einen Anschluss ans Fernwassernetz auch haben und dort eigentlich jederzeit bis zu 200 Kubikmeter am Tag auch zuführen können. Und das ist im Regelfall auch ausreichend, dass es zu keinen eben
mengenmäßigen Problemen mehr kommt. Außerdem hat die Gemeinde Wiggensbach Geologen beauftragt, weitere Quellen im Gemeindegebiet zu suchen und zu erfassen. Gut abgesichert durch Verbundleitungen mit Nachbargemeinden und der Instandsetzung alter Quellen kann der Sommer also, zumindest in Wiggensbach, ruhig kommen. Ja, und spätestens, wenn der Sommer kommt, wird dann auch wieder in allen Klassen fleißig Fußball gespielt. Immer mit auf dem Platz die Schiedsrichter. Und die werden immer weniger bei immer mehr zu besetzenden Spielen. Und dabei ist es gar nicht in erster Linie der Nachwuchs, der fehlt, sondern die aktiven Schiris werden weniger. Dem bayernweiten Problem will man auch im Allgäu begegnen, und zwar mit einer Image-Kampagne. Unter Hashtag Wir regeln das soll den freiwilligen Unparteiischen der Rücken gestärkt werden. Man will zeigen, dass man stolz ist auf den Nebenjob, was es heißt, Schiedsrichter zu sein und so auch Vorurteile aus dem Weg schaffen. Und so ganz nebenbei will man sich mit Hilfe der Öffentlichkeit natürlich auch gegen Beschimpfungen, Beleidigungen und Angriffe wehren. Ja, der Fußball braucht Schiedsrichter, die Kempner Stadtbücherei ein neues Zuhause. Und das zu finden scheint gar nicht so leicht. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Bleiben Sie dran. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf laden zum Winterfest Oberstdorf ein. Livebands sorgen für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. An jedem Samstag findet das bekannte Ballonglühen statt. Nicht vergessen, ab 21 Uhr geht die Party in der WM-Bar los. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Glücksspirale Sonderauslosung am 2. Februar. 200 mal 5000 Euro Urlaubsgeld. Die Allgäuer Zeitung. Mein Allgäu. Meine Heimat. Meine Zeitung. Erleben Sie das Skijuwel Alpachtal-Wildschönau. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Seit vielen Jahren ist sie Gesprächsstoff in Kempten und das sowohl im Stadtrat als auch unter den Bürgern. Es geht um die Stadtbibliothek und um die Frage, wo sie künftig zu Hause sein soll. Denn in einem Punkt sind sich praktisch dann doch alle einig, an ihrem jetzigen Standort in der Orangerie ist es zu eng geworden. Diskutiert werden deshalb mehrere Lösungswege, aber so richtig überzeugt ist der Kemptner Stadtrat von keinem. Die Kemptner Stadtbibliothek ist zu klein mit ihren rund 700 Quadratmetern. Darüber ist sich der Stadtrat einig. Wie das Problem aber gelöst werden soll, darüber gibt es etliche Diskussionen. Der Deutsche Bibliotheksverband empfiehlt inzwischen eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern. Davon kann Bibliotheksleiterin Andrea Graf in der überfüllten Orangerie derzeit nur träumen. Wir haben einfach unsere Medien teilweise
gerade zu hoch, gerade im Kinderbereich zu hoch gestapelt, dass die Kleinsten eigentlich nicht an die Medien herankommen, die für sie gedacht sind. Und es fehlt wirklich auch der Raum für konzentriertes Arbeiten. Wir haben oft einfach, wenn die Schüler zu uns kommen, gemeinsam lernen wollen, können wir ihnen eigentlich nur den Lesesaal anbieten, wo sie gemeinsam Tische zusammenschieben und dann gemeinsam lernen können. Und das gibt dann oft eigentlich dann, birgt es Konflikte, weil dieser Lesesaal von vielen Menschen auch gerne als Ruheort genutzt wird. Hinzu kommt, dass das Gebäude nicht barrierefrei ist. Als Rollstuhlfahrer oder mit einem Rollator kommt man nicht in den ersten Stock. Darüber stellt sich die noch viel grundsätzlichere Frage, ob man in Zeiten von E-Books und Streamingdiensten eine klassische Ausleihbibliothek überhaupt noch braucht. Tatsache ist, dass wir hier in Kempten bereits eine E-Book-Leihe haben, die auch sehr gut genutzt wird. Aber von unseren Ausleihzahlen sind es gerade mal 8%. Das heißt, die meisten Menschen nutzen wirklich noch heutzutage analoge Medien. Und man darf aber auch nicht vergessen, was die Aufgabe einer Bibliothek ist. Wir dienen der Chancengleichheit. Wir haben ein niederschwelliges Angebot. Kinder und Jugendliche können bei uns kostenlos lesen, egal welchen finanziellen Hintergrund die Eltern haben. Das ist Chancengleichheit. Das ist Teilhabe am kulturellen Leben für jede Bevölkerungsgruppe. Im Kemptner Rathaus sucht man derzeit nach dem richtigen Standort für die Bibliothek. Ideen gibt es jede Menge. Ein Vorschlag sieht ein gemeinsames Gebäude mit der Volkshochschule vor. Wieder andere fordern einen Neubau im Hofgarten in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Standort. Die meisten Vorschläge aber sehen einen Neubau am Stadtpark vor, wie beispielsweise auf der Zumsteinwiese, der Lieblingsidee von Oberbürgermeister Thomas Kichle. Ich kann mir eine Erweiterung am alten Standort nicht vorstellen. Das habe ich auch immer deutlich gemacht. Deshalb verfolge ich das auch nicht weiter. Ich möchte auf der anderen Seite diese große Chance einer Weiterentwicklung unserer Stadtbibliothek mit all den neuen Möglichkeiten, die sie da bieten kann, auch mit einer grundsätzlichen Weiterentwicklung unserer Innenstadt verbinden. Und deshalb ist der neue Standort für mich ein Standort rund um den neu gestalteten Stadtpark herum. 1500 Quadratmeter groß könnte die neue Stadtbibliothek dort werden, so Medienberichte. Mehrere Stadträte wollen den Standort Zumsteinwiese allerdings nicht. Sie fordern, die alte Stadtbibliothek in der Orangerie auszubauen. Gegenargumente sind der Denkmalschutz und dass die Orangerie ein zartes Gebäude wäre, so Oberbürgermeister Kichle. Die Standortdiskussionen gehen nun schon seit einigen Jahren. Konkrete Pläne sollen jetzt aber in den nächsten Wochen auf den Tisch kommen. Ich habe jetzt mich auch festgelegt und gesagt, all diese Themen, die ich gerade benannt habe, mit ihren Vor- und Nachteilen, die möchte ich jetzt in ein Gesamtkonzept bündeln und eines daraus auch entwickeln, auch mit Raumbedarfszahlen und mit den Möglichkeiten, die sich dadurch auch ergeben, und werde noch im ersten Quartal diesen Jahres, also noch im März, wenn Sie so möchten, dieses Gesamtkonzept der Politik und damit auch der Öffentlichkeit vorstellen. Und mein Anspruch ist es, die verschiedensten Interessen jetzt auch zu bündeln, um ein mehrheitsfähiges Konzept zu entwickeln. Ideen der Bürger sollen dabei berücksichtigt werden. Spätestens im März wird die Diskussion nach der Vorstellung der Pläne dann vermutlich wieder in eine neue Runde gehen. Ausgang ungewiss. Ja, in eine neue Runde gehen auch wir, und zwar ganz gewiss, und das schon morgen. Dann schauen wir unter anderem nach Bolsterlang, wo vor einem Jahr eine Mure abgegangen ist und wo man noch immer mit den Folgen zu tun hat. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen und tschüss.